Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Enemy. So, und als erstes möchte ich, dass der Blackman wieder seine Koordinaten reinpostet. Damit kannst du mitschreiben, weil posten ist mir immer ein bisschen doof, das dauert ewig. Ich bin bei minus 644 und plus 593. Allerdings halt am Laufen. Okay. Okay. Gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. Now. Okay, gut. Ja, sterb nicht wieder. Ich versuche mein Bestes, willst mich ja selber mal killen, ne? Hä, warum? Der eine hat ja gezählt für mich. Welcher eine? Ja, wie gesagt, ein paar, es haben schon viele für dich gezählt. Eigentlich alle, die du gemacht hast, aber... Ja, der eine hat ja für mich gezählt hier, wo du dann auch wieder in das Loch gefallen bist. Der hat für mich schon mit reingezählt. Wo du wieder ins Loch gefallen bist, hä? Ja, wo ach so, du da, ach so, wo ich da drin gefangen war und du hast mich dann weggehittet. Aber immerhin, ja. immerhin war das ein Suizidkill, der hatte ich auch erwischt. Ja, stimmt. Ja. Gut. Insofern aber ist das nicht so schlimm. Ja. Komm meinem Ziel näher. Naja, gut, alles klar. Ich müde mich. Ja, aber nur einem Ziel. So, gut. Wir haben auch, wir kommen auch einem Ziel näher. Wir haben auf jeden Fall das, was wir haben wollten, haben wir wiederbekommen. Hier ist noch ein Tainted Biome. Da ist eine Dingens drauf, das ist nicht so schön. Ich guck mal, wo ich bin. Bin da. Ich werde das Tainted Biome umrunden und quasi von der anderen Seite ankommen. So werde ich es tun. So wird es geschehen. Ich denke mal nur, das dürfte kein Problem sein für Dü. Oder beziehungsweise das dürfte für Dü eher eine Überraschung sein, dass ich genau von der anderen Seite dann nach Hause komme. Weil das Problem ist jetzt in dieser Folge. Also wenn ich es nicht schaffe, in dieser Folge wegzuhauen, kann er meinen Grabstein looten. Und da habe ich jetzt gerade arg was dagegen. Das sollte nach Möglichkeit nicht funktionieren und nicht, nicht gemacht werden sollen dürfen. So. Weil, ihr seht ja, ich habe ja eigentlich alles drin, ich habe alles bekommen, was ich will, wenn ich jetzt nicht schaffe, nach Hause zu kommen. Genau das. Oder wenigstens in die Arena. In die Arena würde mir auch schon reichen. In der Arena bin ich auch safe. Das wäre auch was. Wenn ich mich jetzt in die Arena, dann kann ich mich ja von der Arena rausporten. Und damit wäre ja auch alles gut. So. Hopp. Mal kurz gucken, wo bin ich? Am Tainted Biome? Ja, vorbei noch nicht, aber ich arbeite dran. So. Dieses Scheiße, ich hoffe mal, dass ich so ein Teil nie wiedersehen muss, was mich da in das schwarze Loch gezogen hat, was auch immer das war. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, diesmal glaube ich sogar, dass die wirklich ein bisschen auf Jagd nach mir geht. Allerdings, wenn er nicht erwartet, dass ich halt außenrum laufe, dann sollte das keine Probleme darstellen. Es wird schon wieder dunkel. Die Zeit rennt. Wie lange war denn der Qualmen? Er hat nämlich ein bisschen geraucht. Und weil er ein bisschen geraucht hat, war das ziemlich rauchig. So, da hinten ist der eine tot gewesen. Ich gehe da mal ein bisschen aus dem Weg vielleicht. Da hinten rum. Ein bisschen schneller. Nahrung habe ich jetzt genug. Nur nicht wieder so einem Ding begegnen. Da hinten haben wir noch so einen Baum. Weil wegen Baum, Dü ist schlafen. Okay, dürfte also kein Problem sein, wenn Dü entweder unterwegs schlafen war oder nicht, kann ich mal noch zu dem Baum gehen. Ich denke, die Zeit muss sein. Das kriegen wir hin. Vielleicht haben wir noch was Tolles drin. Vielleicht eine Portal Gun oder sowas. Das wäre toll. Der Portal Gun Mod ist ja auch drin. Ich habe nur noch keine gefunden. So, soweit so gut. Was haben wir? Eine goldene Pferderüstung. Toll. Ich dachte schon, ich hätte jetzt einen dingsgewöhnlicher Schatz. Wird nicht viel drin sein. Ich nehme es mal statt der Kohle mit. Die Schallplatten brauche ich nicht. Das unbekannte Dimlet auch nicht. Ich schätze, mache ich zu Hause auf. Der eine Tod hier, der hier direkt geradeaus steht, der müsste eigentlich für die Arena stehen. Den habe ich ja noch nicht weggemacht. Ich habe so viele Tote, ich muss mal die Wegpunkte clearen, sobald ich zu Hause bin. Ja, da ist die Arena. Okay. Hier unten drunter, hier, da wo wir jetzt sind, da unten drunter ist quasi die Arena. Das ist quasi das Gebiet, was auch nicht mit einer Query abgefahren werden darf. Mal gucken, ob die zu Hause ist oder nicht. Bin mir nicht sicher.
In jedem Fall, zumindest sind wir dann einen Schritt weiter, wenn wir gesagt haben, okay. Es gibt aber auch zu Hause ein Problem, das habe ich zufälligerweise gelesen, weil, wie gesagt, der Server läuft noch auf mir. Ich wollte den eigentlich zu dir schicken. Dummerweise haben wir das vergessen und da hat er gesagt, ja, dann lass den bei dir laufen. Deswegen hat er sich auch so rumgestreuselt wegen, ja, das war leck, wegen dem einen Tod. Ja, das Problem war halt schlicht und ergreifend folgendes. So, das ist das, den Divation Lily. Mhm. Redstone-Lampe, was ist das? Samen der roten Fernlilie. Project Exploration, nein, komm, brauchen wir nicht. Okay, ich muss mal kurz gucken. J, wo bin ich? Da. Ich muss jetzt hier also quer durch und dann zurück. Am besten in die Arena, weil in der Arena sieht er mich zu schnell oder zu spät. Und wenn ich so einmal in der Arena bin, kann er mir nichts tun, weil dann gehe ich raus und bin am Spawn. Haha. Genauer gesagt an meinem Spawn. So. Hier drüber. Gut ist. Nochmal voll tanken. Noch sehe ich ihn nicht auf der Karte. Also dürfte alles gut sein. Okay. Abmarsch, meine Freunde. Abmarsch. Da unten müsste schon das Arenafeld kommen. Hier ist ein Kürbisset. Gut zu wissen. Wenn ich mal was brauchen sollte. Ist das Arena-Wasser? Nein, aber das könnte dahinter sein. So. Auf jeden Fall, mein Gebiet ist in Sicht. Ich gehe mal vom Wasser und hoffe, dass du mich dann nicht gleich sieht. Ich glaube, wie gesagt, entweder ist er losgezogen oder aber er ist es nicht. So, wenn das nicht ist, bin ich bald zu Hause. Denn da hinten ist der Arena ein Punkt. Und da gehen wir jetzt hin. Ü ist da. Jetzt will er mich doch nicht abfangen, verdammt. Sauerei. Ich habe mich extra so angeschlichen. Ich warte mal hier, vielleicht kriegt er mich ja noch. Mal schauen. Ah, da ist er. Hallo, Dü. Hallo. Hallo, na komm her zu mir, komm her. Ja, komm du her. Okay, tschüss. Na, okay. So, ich lande auf jeden Fall in meinem Gebiet. Naja, in die Arena, da ist die Arena, ne? Ich lande auf jeden Fall in meinem Gebiet, bisschen abgekürzt. Schadet nie, hihi. So. Mal das Creeper-Loch, was hier noch seit 500 Folgen ist, ein bisschen gedingenst. In meinem Gebiet darfst du ja eh nicht rein, das heißt, da darfst du auch keine Grabstöcke plündern, insofern ist alles gut. Macht eh nicht so viel Schaden. Ja, dann. So. Das muss jetzt aber reichen. Wir gehen jetzt rein. Muss ja nicht sein, dass ich jetzt nochmal sterbe. So. Ja, fast. Schlimm. Fast hätte ich, aber du hast. Oh, der Bogen. Was hat denn der drauf für eine Verzauberung? Das ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, ja, ist mein Bogen. Was hat denn der? Du darfst also jetzt nicht mehr so unvorsichtig sein, wie du es warst. Übrigens, den Grabstein habe ich gefunden. Doch, gefunden? Ja. Okay. Warst du tatsächlich da oder wolltest du mich da nur mit. Ich war wirklich da. Aha. Ich dachte, du wolltest mich damit nur trollen. Das hätte ja sein können. Nee, da war hier dieser, gut, damit kenne ich mich ja nicht so aus hier mit dem Zeugs, aber da war hier dieser Meteorit, ne? Ja. Meteoritgestein, genau. Richtig. Ja. Und davor war, genau. Richtig, wo war der denn da? In welcher Nähe? Der war auf dem Baum. Auf dem Baum? Jo. Achso, ja, da guckt man natürlich nicht hin, ne? Das ist natürlich auch klar. Naja, aber so ist es halt. Jedenfalls, das, was ich haben wollte, habe ich auf jeden Fall alles bekommen. Bin ganz froh drum, dass ich es alles bekommen habe. Ich habe sogar mal mehr bekommen, als ich wollte. Einen kleinen Bonus, schadet auch nicht. Ender Lily Seeds zum Beispiel. Oh, das ist ja gut. Ja. Also, es war schön. Dann ist ja schön. Das freut mich für dich. Also, nicht. Das glaube ich. So, okay, ich mute mich mal wieder. Die Liliensamen, die wachsen natürlich in ewig und drei Tage. Also bis die ausgewachsen sind, wird eine Weile dauern. Deswegen habe ich geguckt,
in Sachen Endstone, weil auf Endstone laufen die etwas schneller oder spawnen die etwas schneller. Das wäre natürlich günstiger. Dann müssen wir uns jetzt um das Problem kümmern, was die Maschine gesagt hat. Ich gucke jetzt mal hier unten. Ich glaube aber eher, das wird der obere Teil sein. Weil, wie gesagt, im Server stand irgendwas von eine Pipe ist exploded. Gerade da, als wir AFK waren, habe ich es zufälligerweise gesehen, weil ich ja dumm warten musste und die nicht. Habe ich es auf dem Server gesehen. Insofern wird es wahrscheinlich so sein, dass wir da einfach mal, um das ein bisschen zu beschleunigen, ein paar Goldpipes machen. Die sollten etwas besser halten. So, 1, 2. Glas könnte ich noch gebrauchen, das war auch da drin. 3. So, soweit, so gut. 1, Quatsch. 1, 2, dann eben so. Hopp. Und dann nehmen wir halt eine Goldpipe. Dadurch beschleunigen wir die Geschichte ein bisschen. Die Dia-Pipes müssen ja bleiben, aber das ist egal. Und wenn wir die Sache beschleunigen, sind die Rohre eher frei. Und wenn die Rohre eher frei sind, ist eher gut. Wir hat hier hinten eine kleine Farm. Hier sehen wir das ganze Problem. Er hat sogar zwei Rohre weggerußt. Ach nee, das hier. Hier hatte ich es dran. So, das machen wir auch weg. Nicht so. So. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt nicht mehr so oft passiert oder überhaupt nicht mehr passiert. Weil einfach die Rohre schneller sind und entsprechend sind da halt nicht so viele Stacks auf einmal drin. Bin mir nicht sicher, ob das reicht oder ob das so funktioniert. Aber auf jeden Fall sieht man ja schon, die Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Flip. Können wir hier noch ein bisschen austauschen. Sieht halt viel schöner aus. So, mal einen kurzen Screenshot. Ich habe eh nicht viele Screenshots gemacht, das heißt, da man ja auch nicht so auf dem Server darf, heißt das durchaus, dass ich hier, naja, ein bisschen mehr tricksen nicht muss, aber also meine Screenshots hauptsächlich außerhalb machen muss. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ja, lässt sich ja nicht ändern. So, wir haben Gummibaumsetzlinge, Tausende und über Tausende. Die können eigentlich weg. Ich tue sie mal hier hin. So, was haben wir hier noch? Werfbarer Trank der Feuerresistenz. Wo habe ich den denn hier? Weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Das ist ja. Im Prinzip kann man sagen, das ist genau der, den ich brauche für den nächsten Arena-Kampf. Um die ein bisschen zu ärgern. So, okay. Keine Ahnung, wo ich den gelootet habe. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, den gelootet zu haben. Aber offensichtlich ist es so. Ihr könnt es mir sicher eher sagen als ich mir. Der hat das Quarz nehmen wir raus. Das Gelehrten habe ich glücklicherweise auch wieder mit. Hopp. Zertusquarz, 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 Zertusquarz. Eisenerz. Das da rein. Das Zinnober kann wir oben reinhauen. Hier das Zinn. Das Uran ebenfalls hier rein. Gucken wir nochmal hier. Ja. Scheint gerade leer zu laufen. Das heißt, wir müssen da mal was unternehmen, dass da wieder ein bisschen was reinkommt. Wir gucken mal. 64, nochmal 27 Uranium. Die halten nicht ganz so lange wie das Yellorium, wie es aussieht. Und das bringt auch kein Plutonium zurück. Aber das ist egal. Hauptsache, die halten. Ansonsten kann man ja mal hier. Ist kein Dü. Wir haben ein Megaloch. Wenn die Query irgendwann fertig ist, ist alles gut. Ich glaube, ich werde mal versuchen, weil ich glaube, das wird auch funktionieren. Einfach noch einen Dynamo hier ranschließen. Dann hätten wir halt noch einen mehr, weil ich denke mal, wenn die da hinten voll sind. Dann mache ich jetzt noch ein Dynamo und dann haben wir nochmal 80 RF mehr. Nochmal 80 RF mehr heißt, dass, ja, nochmal 80 RF mehr. Insofern, so. Kupfer brauche ich viel. 1, 2. Ein bisschen Silber. 1. Ein bisschen Redstone wäre nicht schlecht. Da endet jetzt die Geschichte. Weil es kann sein, ah ne, hier haben wir noch Redstone. Weil es kann sein, dass wir nicht mehr viel davon hatten. Aber okay, es reicht. So, also Dynamo. Dynamo. Fahrradlampe, Fahrradlampe, Dynamo. Sagt man ja, kennt ihr, also wer Fußball weiß, kennt ja, das ist hier, wie heißt es denn? Dynamo Dresden, genau. Ja, wie gesagt, und dadurch, dass ich in der Nähe von Aue wohne, Erzgebirge Aue, und die ja sich besonders lieben, ist das quasi ein Hate-Spruch quasi gegen die. Ich weiß nicht, ob der böse oder ganz böse ist, keine Ahnung, aber hier passt er ja auch. Weil wir hier ja Dynamos machen und kein Dynamo Dresden. So. Was wollte ich? Kupfererz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. So, und dann noch einmal Dynamo. Hep. Damit hätten wir den. Sehr gut.
klatschen wir ebenfalls mit hin. Eigentlich könnte ich noch einen machen, dann haben wir mega viel Energie. Das sollte ausreichen dann auf jeden Fall für alles, für alle Eventualitäten. Deswegen nochmal 1, 2. So. Mhm. So. Das raus. So, so, so. Einfach um kein Eisen zu verschwenden. Ich habe genug Eisen verschwendet, indem ich mir ständig Rüstung machen musste. So, so. Hopp. Weiß nicht, der Anfang von etwas Großem. Keine Ahnung, was das für ein Erfolg war, den Dü hatte. Wahrscheinlich auch ein Dingenserfolg. Aber es ist egal. So. Was wollte ich? Ich wollte nochmal hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, haben wir die Dynamos. Bekommen hier nochmal einen Silberbarren. So. So, so, so. Einmal so. Nochmal so. Und damit hätten wir den nächsten und letzten Dampfdynamo, den wir aber anschließen müssen. Was bedeutet, wir müssen noch Kabel legen. Und zwar bedeutet das wiederum, dass ich erstmal gucken muss, ob ich noch Transportkabel habe. Ansonsten Kies, Bruchstein, 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 Bruchstein. Stein hatten wir hier drin, glaube ich. Was sind Bruchsteinstufen? Ich brauche Steinstufen. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. In der Ecke muss das sein. Andesit. Raus da. Bruch, Bruch. Mal kurz ordnen. Stein, da siehst du. So. Eins so. So, so. Machen wir mal so. Und dann Transferkabel. Transferrohr, genauer gesagt. Dieses hier. Ein Glas. So. Nun aber Transferrohr hier. So. Weiß nämlich nicht, wo die anderen sind. Die waren eh fast alle. Insofern machen wir es so. Pep. Und damit dürfte der hier schon fast anlaufen. Weil er jetzt gleich Kohle kriegt. Die anderen sind voll, genau. Okay. Und ja, der nächste läuft. Wir gehen mal kurz hoch. Ich will mal gucken, ob der Fischer was abgefischt hat. Weil eigentlich müsste er. Praktisch bin ich mir nicht sicher, ob der jetzt hier in dem Modpack anders funktioniert oder eben nicht. Kann's nicht sagen. Oh, Skelett. Auf der was? Komm mal her, mein Freund. Ja, ich will jemand anders. Das können wir gut gebrauchen. Hier hin, da. Da ist nichts drin. Das heißt, bei dem Fischer muss ich mal gucken. Den muss ich irgendwie anders bauen oder anders positionieren. Ich nehme mal das Ding weg. Die Angel ist noch drin. Weiß nicht, ob der da irgendwie was rausfupst und plupst. Habe ich noch ein Rohr? Weißt du was? Ja, ich habe noch ein Rohr. Dann machen wir mal hier Rohr. Und so. Vielleicht hilft das ja. Ansonsten war der Fischer eine Fehlkonstruktion, wenn der jetzt nicht so funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass das Wasser, so wie es ist, einfach nicht ausreicht, dass wir da nochmal, sagen wir mal, erweitern müssen. Insofern, wir hatten doch Bruchsteinstufen, ne? Nicht, machen wir uns noch ein paar, die werden eh nicht reichen. Oder wir hatten hier die normalen Koppel, wir haben noch 6 Stück. Wir können hier uns ja nochmal was machen. So, das heißt, wenn ich 1, 2, 3 und hier 1, 2, 3 fehlt hier im Prinzip noch einer. Im Notfall machen wir mal da. So, bam. So, 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 so. So, und so. Ist unter dem Fischer gar kein Wasser? Ist nur so aus oder ist da kein Wasser? Wäre ja ungünstig. Wahrscheinlich, weil da keine dauerhafte Energiequelle ist. Das kann natürlich sein, dass der, sagen wir mal, das Wasser abfarmt und deshalb nicht funktioniert. Okay. Jetzt hat sich hier auf jeden Fall ein Wasserspot gebildet. Und wenn der jetzt immer noch nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. So. Mal hier gucken. Kann's echt nicht sagen. Wie gesagt, eigentlich, der hat jetzt genug Wasser. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich glaube nicht, dass der so viel Wasser nach unten braucht. Ach, guck mal einer an. Work. Das hat er die ganze Zeit nicht gemacht, glaube ich. Okay, er braucht ein 3x3 Feld zum Fischen. Vor einem Vollidioten-Skill, dass ich da nicht eher dran gedacht habe. Okay. Aber jetzt läuft er. Jetzt ist alles gut. Jetzt haben wir auch Netherwarzen, aber nicht genug. Die Folge 15 ist gleich wieder rum. Theoretisch müsste ich mich dann auch wieder in die Hölle begeben. Praktisch könnte ich ja mal gucken, ob ich einen Gravurdrucker hinbekomme. Gravurdrucker, genau, der hier, Gravurmaschine.
Gravur-Werkbank, nee, die hier brauchen wir. Und zwar zwei klebrige Kolben, ein Fluix-Kristall, den ich bekomme. Wie war denn das gleich? Normaler Fluix-Kristall, bitte. Nee, das ist der reine. Fluix. Wirf ein geladenes Tertus-Quarzstück, ein Nether-Quarz und Redstone-Staub nebeneinander in einer Pfütze. Okay, da wird's lecken. Da wird's dran mangeln, weil ich habe keinen Nether-Quarz, beziehungsweise was ich habe, da waren ja nur ein oder zwei. Hier, habe ich vier. Muss ich da wirklich ein geladenes reinhauen? Warte mal. Fluix-Kristall, wirf ein geladenes Tertus-Quarz, ein Nether-Quarz und Redstone-Staub nebeneinander in eine Pfütze. Lol. War das bei dir? Ja, das war bei mir. Alles gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass bei mir was in die Luft geflogen ist. Ja, gut. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir auch mal die Folge. Weil die ist nämlich auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis denn. Tschüss.